Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn man Konsumentinnen fragt, auf was sie beim Kaufen von Make-up am meisten schauen, dann tönt es in der Regel so. Es muss gut verträglich für die Haut sein. Bekannte internationale Marken. Auswahl an schönen Farben. Eine neue Maquillage-Linie, die alle die Erwartungen erfüllt, gibt es jetzt bei Coop. Sie kommt von L'Oréal und umfasst eine ganze Palette an qualitativ hochwertigen Produkten zu sympathischen Preisen. L'Oréal hat alles für einen absolut natürlichen und ebenmäßigen Teint, intensiven Ausdruck der Augen, für geschmeidige, verführerische Lippen und perfekt gepflegte Nägel. Auch ohne grossen Aufwand kann man mit L'Oréal jeden Tag gut aussehen. Wir haben Yves Stöckli, einen bekannten Make-up-Artist von L'Oréal, beim Schminken von Stefanie Berger, der Miss Schweiz 1996, über die Schulter geschaut. Grüezi miteinander. Wir fangen an mit der Grundierung. Um harte Übergänge zu vermeiden, sollte die Wahl von Make-up möglichst der Hautfarbe vom Hals entsprechen, dann das ganze Gesicht mit Puder fixieren. Wenn auch die Augenpartie gepudert ist, den Lidschattenpuder gleichmäßig auf dem Augenlid verteilen. Mit dem Eyeliner beim offenen Auge Markierung machen. Dann den Stift waagrecht ungefähr einen 40 Grad Winkel zu dieser Markierung ziehen. Das Mascara-Bürsteli hin und her bewegen, sodass das Wimpernhaar ins Bürsteli gleitet. Durch den Konturenstift kann der Lippenstift nicht auslaufen und man korrigiert auch gerade unvorteilhafte Lippenpartien. Dann den gewünschten Lippenstift wie gewohnt auftragen. Schminken kann man sich mit gewagten, frechen Farbkombinationen oder mit den klassischen Make-up-Farben. Die Hauptsache, sie passen zum Typ und werden mit Überzeugung getragen. Dank der weltweit einzigartigen Forschung und der rigorosen Kontrolle offeriert Ihnen Coop mit L'Oréal ein frisches, attraktives Gesicht, aber auch Sicherheit, Verträglichkeit und Zufriedenheit. Zufriedene Gesichter gibt es diese Woche auch wieder dank dem Coop-Profit-Superspiel. In der neuen Coop-Zeitung haben Sie schon lesen, ob Ihnen die Nummern auf Ihrer Coop-Profit-Karte Glück gebracht hat und Sie bei der Ziehung Warengutsche im Gesamtwert von über 20'000 Franken gewonnen haben. Offeriert worden sind die Preise von den folgenden Marken. Hero Le Fruit, die Fruchtkonfitüre, die man in 7 Sorten geniessen kann. Coop Teigwarenmehl zum Selbermachen von seinen Lieblingsteigwaren. Tischlaff Profitabs, jetzt zum supergünstigen Probierpreis. V6 Junior, der Zahnpflegekaugummi speziell für Kinder. Und Arni Sportmix, die extra feine Schweizer Schocke. Herzliche Gratulation allen, die das mal gewonnen haben. Wie immer werden Ihnen die Einkaufsgutscheine in den nächsten Tagen mit der Post zugeschickt. Jetzt aber sofort zum Coop-Profit Supertreffer. Ein neues Skoda Felicia LXi 1600 im Wert von 17'690 Franken. Der Skoda Felicia setzt neue Akzente. Mit klaren Formen und zeitloser Eleganz. Und mit innerem Wert bis ins Detail. Vorbildlicher Bedienungskomfort und sinnvolle Details sorgen für viel Spass beim Reisen. Aussen kompakt und städtisch bietet der Felicia innen jede Menge Platz für Kinder und Kegel zu einem herausragenden Preis. Der vielversprechende Wagen steht heute also auf dem Spiel. Der Profitomat hat vor wenigen Augenblicken den Gewinner auserkoren. Und wir schauen jetzt, wer das mal das Glück hat. Die Gewinnzahl lautet 0, 4, 1, 0, 2, 4, 1, 7, 4, 8. Die Kartennummer hat der Coop-Profit Supertreffer, der neue Skoda Felicia LXi 1600, gewonnen. Der Gewinner oder die glückliche Gewinnerin wird noch von uns schriftlich informiert. Für alle anderen, die das mal kein Glück hatten, gibt es eine neue Chance in 14 Tagen. 14 Tage lang dauert auch noch unsere Aktion Bella Italia mit super Angebot für die italienische Küche. Der Armin Amrain zeigt uns jetzt, soviel ich weiss, ein passendes Teigwarengericht. Richtig, und zwar gibt es Penne Rigate mit einer speziellen Auberginesauce. Grüezi miteinander. Die Aubergine in Würfel schneiden, mit Zitronensaft beträufeln und mit etwas Salz, das den Bittergeschmack mit dem Wasser rauszieht, bestreuen. Tomaten übers Kreuz einschneiden, kurz ins kochende Wasser tauchen, dass man sie gut schälen kann. Dann in kleine Würfel schneiden. Feingehackte Zwiebeln und Knoblauch im Olivenöl kurz andämpfen. Die ausgedrückten Aubergine ebenfalls mitdämpfen und Tomatenwürfel beifügen. Ablöschen mit Pfeffer, Paprika und Salz würzen und 20 Minuten köcheln. Frischen Basilikum und Oregano beifügen und die Soße über die abgetropften und angerichteten Penne verteilen. Zum Schluss noch geröstete Baumnüsse darüber streuen und mit Parmesan und einem gemischten Salat servieren. Das Rezept von diesen Penne Rigate finden Sie wie gewohnt in der Coop-Zeitung.
von dieser Woche. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Penne Napoli für das Rezept gibt es bei uns, wie gesagt, zurzeit günstiger, neben anderen interessanten Aktionen. Ein Kilo Uva Italien-Trauben aus Italien kostet per Kilo 1,70. Und Coca-Cola Light oder Classic in der 1,5 Liter PET-Flasche 1,45. Mit der GoProfit-Karte gibt es Lasagne Bolognese oder Verde im Duopack zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. In einer Woche ist dann wieder der Coop Frischmärkte an der Reihe mit dem alten Bekannten und doch ewig jungen, dem Herdöpfel. Bis dann, schöne Zeit, auf Wiedersehen.